Und herzlich willkommen zurück zu Folge 10 von Clicker Heroes. Jo, nachdem wir letzte Folge transcendet haben, bewegen wir uns mittlerweile auf einen relativ grünen Zweig. 1000 Hero Souls. Wisst ihr was? Ich glaube, wir transzenden einfach mal. Bam. Start Clicking. Ah, weil wir jetzt zum fünften Mal ascended haben, haben wir 250 Startklick. Wir sind ja so schon nicht überpowered, ne? Also ich meine, warum nicht noch mehr draufballern? Warum nicht? So, jetzt haben wir 1000 Heroes. Das heißt, wir haben 10.000% Zusatz. Oder um es anders zu sagen, wir haben jetzt allein nur durch die Heroes Souls schon wieder den 102-fachen Schaden von dem, was wir so schon haben. Oder um es noch mathematischer auszudrücken, wir haben den 11-fachen Schaden. Von dem 11-fachen Schaden haben wir den 102-fachen Schaden. Also haben wir quasi, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht lüge, den... Hä? Bin jetzt dumm? Also 102, genau. Das heißt, wir haben den 1100 noch fassen Schaden. Und von diesen 1000-fachen Schaden müssen wir dann noch unsere Combo drauf rechnen. Und wie man sieht, wir kaufen nichts und zerficken einfach alles. Mal gucken, wie weit wir kommen, ohne irgendwas zu kaufen. Das ist so krank. Das ist. Ach ja, es ist ein Traum. Es ist wunderschön. Guckt euch das an. Okay, jetzt wird langsamer, aber erst ab Level 15. Das ist nicht gesund. Gut, würde man sagen, wir kaufen mal hier ein bisschen paar Level von Sid. Da haben wir auch die Stärke. So, was wir machen, ist hier. More Tether Chests können wir machen. Nee. Atman. Der ist ein geiler Ficker. Nee. Alter, ich brauche Click Damage. Geht doch. Der hier. Dankeschön. Kritischer Klick. Und jetzt brauchen wir noch den anderen. Oha. Hallo? Ah, geht doch. 20% Klickschaden. Geilomato. So, mal gucken, wie viele Hero Souls gehen wir denn jeweils? Ich würde mal sagen, hier auf Level 5 und hier auf Level 7. Jetzt haben wir beide jeweils 100% mehr. So, lassen wir das. Und dann gehen wir Juggernaut noch ein Level, zwei Level und noch ein Level. Dann haben wir hier nochmal mehr als den doppelten Schaden dadurch. Das heißt, wir haben jetzt richtig scheiße heftig Schaden. Also nicht wir haben Schaden, sondern wir teilen aus. Alter, wir können einfach hier direkt komplett kaufen. Ist doch... Viertel irgendwie verarschen? Was geht hier ab? Es hört ja gar nicht mehr auf hier. Hallo? Oh, das ist böse. Das ist echt böse. Guckt euch das an, Alter. Geld kannst du so nicht bringen. Das ist echt heftig. So, nochmal 25 hier. Dann 25 bei ihm. Ja, ich ziehe gleich alle nochmal nach. Aber erstmal über 25 Level, damit wir hier schön weit kommen. Wir haben auch schon wieder die ersten Vergoldungen. Dread Knight, Open All. Oh, diesmal weiter unten. Ah, schade, aber leider nicht Frostleaf. Hm. Ah ja, gut, was soll's. Was soll's. Wir sind sowieso schon viel zu OP.
Für den Anfang reicht das erstmal. So, dann heben wir hier mal überall nochmal 100 nach. Dann haben wir alle auf 125. Und mit Ausnahme von Sid und Armenhop. Also wenn man jetzt die beide wegnimmt, reicht bei allen anderen Level 125 aus, dass man sich überall alle Upgrades kaufen kann. Das heißt, wenn wir jetzt alle auf Level 125 bringen, ungefähr so, und jetzt sagen, okay, alle Upgrades kaufen, dann haben wir hier auch mit Garantie alle Upgrades gekauft. Wie man sieht, nichts Schwarzes mehr übrig. Der Einzige oder die Einzigen sind, wie gesagt, Sid und Armenhop. Das sind die Einzigen, die halt auch nach 125 noch Upgrades haben, und zwar bei Level 150. Nice. So, da, danke, danke. Alter, das ist... Zum Glück gibt es hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung mit dem Aufleveln. Also, naja, gibt's. Weil normalerweise würden wir hier halt jetzt mal super schnell durchrennen, aber man sieht, alleine um von einem Level zum anderen zu springen, braucht man halt irgendwie eine Drittel oder eine halbe Sekunde. Das heißt, mehr als zwei Levels pro Sekunde geht nicht. Von daher hat man ja in dem Moment schon eine Geschwindigkeitsbegrenzung drinne. Was halt geil wäre, wäre mal ein Clicker Hero, wo zwischen den Level, also wo das Level hochgehen, kein Delay hat. Das heißt, man kann quasi endlos viele Level innerhalb einer Sekunde schaffen. Das würde manche Sachen schon ordentlich beschleunigen. Aber genau aus dem Grund wird man das garantiert auch nie machen. So, Armenhop, den müssen wir wieder auf Level 50 schieben. So, weil, wie gesagt, er braucht dann Level 150. Ach, ein Träumchen. Es ist ein Träumchen. Wie wir einfach schon wieder Level 100, Level 90 sind. So, dann schicken wir mal hier überall 100 Level nach. Per Flaschenpost. Und kaufen wir die Upgrades. Und gucken, ob auch überall die alle Upgrades haben. Sehr schön. Dankeschön. 8D21 haben wir gleich. Oh, gleich haben wir Level 100. Oh. Yay! Level 100 in, weiß nicht, 5 Minuten oder so. Das ist so heftig. Das ist so krank, ey. So, können wir... Nein, nee, Quatsch. Machen wir natürlich noch nicht. So. Sehr schön. Tja, und gleich haben wir wieder Frostleaf. Das geht mir hier alles ein wenig zu schnell, meine Damen und Herren. Dann können wir quasi auf Frostleaf auch gleich einen Autoklicker draufsetzen. So. Gib mal her. Du gehst mal direkt hier drauf. Zwei Autoklicker reichen sowieso aus. Also, ja. Zwei E26. Da haben wir gleich. Wie wir einfach die ganze Zeit Insta-Kill haben. Und schon wieder 500 Hero Souls. Ist das krank oder ist das krank? Ich nehme euch mal die Antwort ab. Es ist krank. Es ist ein bisschen zu krank, wenn ich mal ehrlich sein darf. So, was haben wir hier oben? Schon mal alle Upgrades fertig. Sehr schön.
So, Dark Ritual haben wir auch gleich fertig. Und Frostleaf ist im Rennen. Und damit haben wir ausschließlich Instakill. Schön. Geil nochmal so. Ja. Oh, 777. Guckt euch diese Zahl an. 777. Ich meine, 666 wäre schöner, aber 777 verheißt nichts Gutes. So, hier nochmal 100 Level drauf. Jetzt haben wir echt alle hier, haben wir alle. Also alle außer Frostleaf natürlich, klar. Übrigens kann man auch hier unten Autoklicker draufhalten, glaube. Genau. Tada! Aber bringt in der Regel nicht so viel. Von daher lassen wir das auch mal. Oh, wir haben 9. Ach ja, wir haben ja gerade Ascended. Das heißt, wir haben, wie gesagt, pro Ascension kommt quasi einmal so ein Monster, was ein Relikt gibt. Das heißt, wir haben jetzt auch schon wieder ein Monster gehabt mit einem Relikt. Und das gibt uns jetzt 8 Sekunden für Metal Detektor. Und Libertas. 25% mehr Gold für inaktiv. Ah ja, bringt vielleicht zwischen den Folgen was, wenn er hier idelt. Im Gameplay eher weniger. Übrigens, die Startlevel, der hier ist ja Level 4 und er ist Level 5. Die Startlevel richten sich danach, wann man das Relikt bekommt. Also angenommen, man bekommt das Relikt direkt bei Level 100, dann wäre das halt, weiß nicht, Level 1. Und wenn man das halt bei Level 300 bekommt, dann ist das halt von Anfang an bei Level 20 oder so. Also jetzt als Beispiel. Das Problem ist, man kann nicht entscheiden, wann die kommen, sondern die kommen halt einfach random. Und meistens kommen sie relativ früh. Aber man kann ein wenig tricksen. Am Anfang eher nicht so, aber später kann man damit tricksen, dass diese Reliquien kommen immer nur dann, wenn man auch wirklich im Spiel drinne ist. Das heißt, man kann dafür sorgen, dass man im Spiel möglichst nah an Level 100 kommt, dann seine Monster so heftig aufpowert, dass die mit Leichtigkeit alles verficken, dann das Spiel ausschaltet, das Spiel also während es idelt, hochlevelt auf Level 300, 500, Level 1500, Level 1 Million oder sowas, keine Ahnung, und man dann wieder onkommt, also dass das Spiel startet, dann ist man direkt Level 2000 oder Level 1 Million. Und wenn dann das Relikt kommt, gilt das quasi dann auch erst für dieses Level, wie gesagt. Und damit hat es dann halt direkt einen extrem hohen Startlevel. Aber das wird uns jetzt hier im Let's Play erstmal nichts bringen, weil so overpowered sind wir leider noch nicht. Ich meine, wir könnten zumindest ein paar viele Level überspringen, aber gleich mit Anfang an 1000 Level überspringen wird nicht funktionieren. Während das bei meiner Tablet-Version... Da bin ich halt, wie gesagt, mittlerweile Level 170.000 oder so. Was mache ich hier gerade? Das da. Und da bin ich halt so stark, dass wenn ich am Anfang meine Helden aufstelle, dass ich dann quasi das Gerät ausschalte. Und wenn ich dann irgendwann am nächsten Tag das Gerät wieder einschalte, ist halt bereits bei Level 40.000. Und wenn ich dann ein Relikt bekomme, ne? Hat es halt schon ein Anfangslevel von irgendwie 1000 oder 2000 oder sowas, je nachdem. Hat auch schon mal ein Relikt bekommen, es hat dann ein Anfangslevel von 4000. Ist schon nicht schlecht. Ja. Das nur für die Leute, die schon ein bisschen advanced spielen, weil sie schon ein bisschen weiter sind. Als kleine so Randnotiz. Ja. Wie gesagt, letztendlich, mir persönlich ist es komplett egal, weil die Reliquien, selbst wenn man ein Relikt bekommt, das Level 4000 ist. Ich meine, ich habe bei mir bereits nahezu alle Agents super hoch gelevelt und die Reliquien sind da nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist, wenn man die Agents bereits hier hoch gelevelt hat, weil bei mir hat ja jeder Agent
viele, viele Level, also ganz viele Level. Da ist hier 1E1800 oder sowas. Dann bringen die Reliquien gar nichts mehr. Deswegen, also Reliquien bringen nur am Anfang was oder noch so ein bisschen, wenn man am Anfang schon ein bisschen weiter ist, aber halt immer noch so in Anfangsbereich ist. Aber wenn man hier seine Engines auf ein paar tausend oder ein paar 10.000 Levels hat, dann bringen die Reliquien nichts mehr. Oder die Relikte bringen dann nichts mehr. Ist leider ein bisschen schade, ist aber so. Das gleiche gilt übrigens für die Söldner. Wenn man hier die Diamantenmission, die bringt halt Diamanten, aber diese ganzen Goldmissionen, die ganzen Hero Souls Missionen, die bringen später im späteren Spielverlauf auch nichts mehr. Weil die bringen halt immer viel weniger Gold, als man selber bereits hat. Deswegen, also. Söldner sind halt wirklich nur gut für Rubine. Ist quasi alles, was da sinnvoll ist. Genau. Tja, Frotti fangen wir mittlerweile auf Level 260. Tja, dann können wir uns ja auch bald mal gucken, mal Wakamaru holen. Wie ist es eigentlich das hier? Guck mal, Wakamaru. Oh, Kappa, 10%. Das ist aber ja schon wenig. Na gut, okay. Nee, weil guck mal, Wakamaru ist ja der Typ, der dafür sorgt, dass man halt weniger Monster pro Level hat. Und, weil wir sind hier gerade Instakill-Phase. Das heißt, das, was uns ausbremst, ist, dass wir pro Level 10 Monster umbringen müssen. Und mit Kumawakamaru kann man halt diese Anzahl reduzieren auf bis zu 2. Und das heißt, man muss dann effektiv nur noch pro Level ein Monster erledigen, also eine halbe Sekunde warten und schafft dann quasi in einer Sekunde 2 Level. Während wir in einer Sekunde gerade mal ein Fünftel Level schaffen, also pro Level 5 Sekunden brauchen. Also 4,5, um genau zu sein, aber so knapp 5 Level, 5 Sekunden. Und das ist halt, das dauert halt lange. Zu lange. Früher gab es noch einen Agent, einen Antiken, der hat das Startlevel erhöht. Das heißt, wenn man da ascended hat, dann hat man nicht wieder bei Level 1 begonnen, sondern bei Level 100 oder 1000 oder 1 Milliarde. Aber der wurde leider wieder entfernt. Finde ich ein bisschen schade. Ja, aber ist halt so. Weil das wäre halt doch eine super Alternative zu Kumawakamaru, weil der halt auch das Ganze ein bisschen beschleunigt. So, was haben wir denn mittlerweile hier für Vergoldungen? Ah. Frostleaf hat immer noch keinen. Und der hat ja aber dafür 3. Danke dafür. Der hat auch 3. Alter, was ist hier los? Wollen wir um? Gibt's kaum. Irgendwie ist hier gerade extreme Tröpfchenbildung. Hier ist 2, hier sind 2, hier sind 3, hier sind 3, aber ansonsten eher wenig. Also interessant. Sehr interessant. So, die kann ich jetzt schon mal rausnehmen. Bleib raus. Dann schicke ich dich mal auf Level 250. Und sobald du dann Level 250 bist, gehen wir hoch auf 25er Schritte. Beziehungsweise eigentlich kann ich den auch gleich hier auf Dreadnought draufklicken, weil es ist sowieso bald dran. Alter, wir haben schon wieder 5000 Hero Souls. Ein Träumchen. So. Tja, können wir auch bei Feierabend machen hier. Übrigens, so als Zielsetzung, ne, für dieses Let's Play. Ich meine, wirklich, das Ziel gibt es nicht. Ich mache ja letztendlich so lange, wie ich Bock drauf habe. Vielleicht mache ich dann auch irgendwann wieder Feierabend und warte wieder ein halbes Jahr, bis ich dann weitermache. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich gerne versuchen,
wieder mindestens bis zu ihm zu kommen. Oder aber derzeit, wie gesagt, ich habe hier mit der Browser-Version auch schon davor gespielt. Da kam ich bis Level 88.000 und da hatte ich schon ihn gehabt. Ah ne, sie hatte ich sogar schon gehabt. Das heißt, wir werden uns vielleicht mal so als Ziel setzen, die beide werden wir wahrscheinlich nicht erreichen, aber zumindest die Dame hier zu erreichen. Das ist so ein Checkenfett, das ist relativ erreichbar, weil die kostet 1 E8000 Gold, glaube ich. Und damit ist es so im Rahmen, was man innerhalb des Let's Plays erreichen kann. Denke ich einfach mal. Oh. Danke dafür. Bam. Sehr schön. So. Wir gucken mal ganz kurz. Klicker. Heroes. Heroes. Und zwar, wo ist die Dame? Ach, nicht sogar. Hä? Grad mal E2000? Achso, 8000 war ja Metzi. Stimmt, genau, mit 8000 war ja das, was ich jetzt letztens habe. Das ist da, wo ich gerade hänge. Also, hänge nicht. Ich habe derzeit knapp 14.000. Das heißt, ich kann bald auf Xavier umsteigen. Mal gucken, wie viel ich derzeit habe. Derzeit habe ich... na komm. Jo. 13.700. Also 1E13.700. Das heißt, ich kann mir bald die hier leisten. Beziehungsweise vor meiner Transcension, also jetzt bin ich gerade Level 154.000. Vor meiner Transcension war ich ja bereits einmal Level 170.000. Und da hatte ich auch schon mal die hier gehabt. Das heißt, die ist gerade mein aktueller Hero, den ich gerade aktuell als Maximum habe. Ich werde dann also bald auf diese Geschwister hier umsteigen, weil die beide sind ja Geschwister. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Mal gucken, vielleicht habe ich das in der Transcension. Wenn nicht, dann nicht. Wäre auch nicht schade drum. Auf jeden Fall, genau, ist das halt mein aktueller Plan. Mal gucken, was daraus wird. Und wir im Let's Play... Also ich sag mal so, die hier zu erreichen geht relativ schnell. Jetzt muss ich aber dazu sagen, im Let's Play dauert halt alles länger. Ihn hier werden wir relativ schnell erreichen. Aber man merkt ja schon der Unterschied. Also, ne? Wir haben ja hier den Fall. Ich gehe mal nach oben. Also die allerersten Levels beginnen ja immer mit 10-fach. Das heißt, er kostet 5. Der dann das 10-fache. Er dann wieder das knapp 10-fache. Ja, ich weiß, ist hier das 5-fache nur. Aber so als grobe Eselsbrücke kann man immer sagen, es kommt eine 0 hinzu. So als grobe Richtlinie haut das halt immer relativ hin. Ne, hier 1E7, 1E8, hier fast 1E9, hier fast 1E10, hier dann auch fast 1E10, 11, 12. Ne, also es kommt immer eine 0 dazu. Das gilt... bis zu der Dame hier. Ab hier haben wir dann immer zwei Nullen. Also er kostet halt... Na gut, also hier haut es auch noch fast hin. Ist hier fast 1E19. Hier ist dann 1E20. Aber ab dann geht es dann los mit 1E22, 1E24. Also mal 100, mal 100. Dann kommt zu Frostleaf ein sehr großer Sprung mit 1 mal 1000. Jetzt, derzeit, sind wir bei 1 mal 15. Also, Quatsch. Mit 15 Nullen, dass 15 Nullen dazukommen.
ich weiß gar nicht, 15 Nullen, das wären 1000 Millionen, Milliarden, Billionen, Trilliarden. Ja, also mal eine Trillion, eine Trilliarde, mal eine Trilliarde, mal eine Trilliarde, ne? Also es kommt immer 15 Nullen dazu pro Monster, also pro, Quatsch, pro Held. Und das gilt, wie gesagt, bis zu ihm. Das war ja auch der, den wir im letzten Let's Play erreicht hatten. Und ab ihm, ja, gibt es keine Worte mehr. Das ist dann quasi er mal sich selber ist dann der Nächste. Er mal sich selber ist dann der Nächste. Er mal sich selber ist dann der Nächste und so weiter und so fort. Das gilt dann, wie gesagt, bis hier. Ab hier nicht mehr, weil es wären dann ja 16.000, hier ist ja 8.000. Das heißt, es ist ein bisschen preiswerter. Und ab hier hinten ist es dann, ne, sieht man ja schon die Abstufung, 25.000, 25.000, wie gesagt, die beide kosten gleich viel, weil das sind Geschwister. Die hängen auch miteinander zusammen von den Effekten her, aber das ist jetzt eine andere Story. Dann 45, 72 und dann schon 108. Wobei wir kommen nur bis zu ihm. Das liegt daran, dass das halt noch eine etwas ältere Version war. Und zwar die 1E10. Und die geht nur bis zu dem Leuchtetypen hier. Das. Die vier, die kommen erst mit 1E11 dazu. Also ich auf meinem Tablet habe die. Aber wir hier im Browserspiel haben die nicht. Ist aber auch völlig egal, weil wie gesagt, die hier unten, die werden wir sowieso nie erreichen. Also, derzeit bei meiner Tablet-Version, ja, wohlgemerkt bei meiner Tablet-Version, wo ich aktiv spiele, hänge ich derzeit bei ihr. Das heißt, alles, was danach kommt, steht für uns nicht mal in den Sternen. Es ist quasi bei uns außerhalb des sichtbaren Universums, wenn man das jetzt so als Entfernung betrachten möchte, ja. Also, das hier, bis hierhin ist unser Universum. Das hier ist dann auch noch im, also ist quasi unsere Galaxie. Das hier ist dann noch im sichtbaren Bereich. Ne? Hier begeben wir uns am Rande unseres sichtbaren Spektrums. Und alles, was danach kommt, ist dann quasi schon, da müssen wir uns mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum bewegen. Und alles, was nach ihr kommt, ist für uns komplett außerhalb des sichtbaren Bereichs. Da, ne, expandiert das Universum schneller als das Licht. Was laufe ich eigentlich gerade? Ja. So viel dazu. So. Ja, derzeit haben wir mittlerweile. Oh, ein Fisch. Mittlerweile auch Dread Knight auf Level 136. Wir haben einfach 100.000% Schaden. Nach der Ascension denn. Ne, du, ist nicht gut. Finde ich nicht in Ordnung. Mag ich so nicht. Ist so krank. Eigentlich, wir haben jetzt 10.000 Hero Souls. Eigentlich könnten wir in der nächsten Folge nochmal transzenden. Einfach because we can. Einfach weil es Spaß macht. Das ist so krank, Alter. Das ist so unendlich krank. Wie wir es mittlerweile einfach von einem einzigen Boss 1000 Hero Souls bekommen. So knapp. Schön. Läuft doch. Oh mein Gott. Frostleaf, yay. Endlich hat man halt. Oh, sogar gleich zwei bekommen. Sehr schön. Da wird doch immer. Achso, gut, okay. Jetzt ist es uninteressant. Jetzt brauchen wir ihn nicht mehr. Jetzt haben wir ja Dread Knight gerade aktiv. Ja. Danke dafür. Danke für nichts. Wir könnten jetzt mittlerweile sogar dem hier ein paar Vergoldungen geben, weil jetzt können wir es uns leisten. Nach der Ascension können wir es uns sowieso leisten.
Mal ganz davon abgesehen. Können wir also tatsächlich fast machen. Was ich aber gerne mal gucken würde, ist, wenn ich jetzt den mal da wegnehme und hier drauf packe. So, dann sieht man schon, die sind nämlich beide fast gleich stark. Und das, obwohl er immer noch preiswerter ist. Und das ist nämlich genau das, was ich meine. Am Anfang, solange wie man ihn noch nicht bis Level 200 schafft, ist er effektiver, was die Kosten angeht. Und deswegen würde ich fast überlegen, dass wir wieder bei ihm bleiben und nicht zu den nächsten Helden wechseln. Weil man sieht, er kostet immer noch, also jetzt kostet er fast genauso viel, aber hat auch schon fast den zehnfachen Schaden. Es ist schon nicht zu verkennen. So, jetzt kosten beide gleich viel, also knapp. Na, noch eins, da komm schon, schaffst du. So, jetzt kosten beide gleich viel und jetzt sieht man, wir haben trotzdem hier den zehnfachen Schaden. Ich glaube, wir sollten echt bei Frostleaf bleiben. Und das ist halt die Kraft dieser 25 oder dieser 25er Boosts. Gibt es von Boost überhaupt eine Mehrzahl? Boosts klingt irgendwie falsch. Und das ist halt auch der Grund, weswegen ich, wie gesagt, die meisten Guilds immer ihm hier gebe, ihm die ganzen Guilds auch lasse und wirklich erst dann auf den nächsten Helden wechsle, wenn ich irgendwann mal Tsuchi habe. Weil erst er ist dann halt, weil irgendwann wird es halt ineffizient, ihn hier zu leveln. Aber bis das passiert, dauert es ein bisschen. Und deswegen bleibe ich mal erstmal eine ganze Weile lang bei ihm. Können wir also im Let's Play auch so machen. Das heißt, wir kaufen den hier nicht mehr. Dazu sei auch noch gesagt, alle Helden, die danach kommen, haben zwar auch noch Effekte, die gelten aber generell nur noch für sich selber. Also zumindest die Helden, die jetzt hier erstmal kommen werden. Also von ihm bis zu ihr, bis zu ihm. Genau, von Dread Knight bis zu diesen Typen hier, die ganzen Heroes, die wir hier alle sehen, die bringen nur sich selber was. Das heißt, die haben keine Upgrades, soweit ich weiß, die auch anderen was bringt. Von daher können wir die sowieso überspringen. Erst Superwood, oder wie der heißt, hat dann zwei Upgrades, die auch anderen was bringen. Wobei die nicht allen etwas bringen, sondern nur Betty und irgendeinem anderen Typen. Das heißt, wir können die anderen Helden hier einfach komplett getrost ignorieren. Gut. Aber das machen wir dann erst nächste Folge, nächste Aufnahme. Bei der nächsten Aufnahme machen wir dann wahrscheinlich auch erstmal eine Transcension nochmal. Einfach weil wir so OP sind und es uns leisten können. Auf jeden Fall machen wir eine Ascension. Und dann gucken wir mal. Ja gut, für 8, nein, das lohnt sich nicht. Nee, das lohnt sich nicht. Aber wir können dann nächstes Mal mit einer richtig schönen sauberen Ascension anfangen, die es dann ordentlich in sich hat. Geil, Omato. Gut, dann würde ich mal sagen, ich speichere mal wieder. Ich vernachlässige wieder das Speichern, fällt mir gerade auf. Und dann sehen wir uns dann zur nächsten Folge dann wieder. Habe ich das auch im richtigen Ordner gespeichert? Ja, genau, Downloads. Das ist schon in Ordnung. Jutchen, bis dahin, man sieht sich dann.